Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, eins, das etwas kürzer sein wird. Ja, wir spielen Bleed, ein kleines Indie-Spiel mit unserer Heldin Vryn hier. Hallo Vryn, ja. Wir alle lieben Vryn. Und es wird wahrscheinlich ein sehr kurzes Projekt sein, wie ich schon gesagt habe, oder auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht 3 Parts, vielleicht 20, ich weiß noch nicht. Wir haben nämlich hier die Story. Ja, ich habe das schon mal durch. Man kann seinen Save leider nicht löschen. Ich habe schon alles, was man haben kann. Aber das Ding ist, wir werden dieses Spiel auch very hard durchspielen. Tut mir leid, wenn es so knistert. Ich muss mir irgendwas überlegen, damit ihr meine Tastatur nicht allzu laut hören werdet, weil mein Mikro ist sehr empfindlich und muss ich überlegen, wie ich meine Tastatur möglichst weit weg vom Mikro kriege. Und daher dachte ich, ich lehne mich einfach in meinen Stuhl zurück, lege meine Tastatur auf meinen Schoß und rechts neben mir schnappe ich mir einen Hocker und packe da meine Maus drauf. Damit es nicht allzu laut ist, weil ich weiß, ihr werdet die Leertaste wahrscheinlich immer noch hören, weil die Leertaste ist sehr laut und die werden wir sehr oft brauchen, aber egal. Wir fangen an zu spielen. Die erste Mission. Wir müssen Guppy besiegen und dieses Haus stürmen. Ich werde nur mit 2 Waffen spielen, der Dual Pistol und dem Katana. Es ist eventuell nicht sehr schlau, weil ich setze mir diese Challenge selbst auf. Ich töte euch alle. Aha. Ja, es gefällt mir. Also es ist ein schönes Indie-Spiel. Kostet 4-5 Euro. Kann man sich sowohl auf Steam als auch auf Desura kaufen. Auf Desura kostet es nur 4 Euro, während es auf Steam 5 Euro kostet. Ach, so viel. Ja stimmt, wir können die Zeit anhalten. Also zumindest mit Vryn. Es gibt auch noch andere Charaktere, die man benutzen kann, aber ich möchte mit Vryn spielen, einfach nur weil Vryn eine super tolle Auer-Helden ist und ja. Nein, wir müssen nicht alles besiegen. Das wäre auch eigentlich unklug, wenn man alles besiegen möchte. Weil, naja. Wie soll ich sagen? Aber weil man dadurch unnötig Risiko eingeht, Leben zu verlieren. Aber man kann das auch. Okay. Man kann auch mit der rechten Maustaste. Okay. Das ist mir jetzt neu, allerdings. Oh, ich habe das unterschätzt. Das Barrel. Ja, very hard ist schon nicht einfach. Habt ihr jetzt bestimmt schon rausgefunden. Kommt einfach so ein Barrel auf mich zu. Dich zuerst und jetzt dich. Danke. Ich möchte möglichst wenig sterben. Also ich glaube, ich werde irgendwie einen Death Counter einbauen, weil... Zeit dazu habe ich ja. Aua. Okay. Da stirbt man, merke ich mir. Ich habe gesehen, dass man den hier... Genau, man könnte ihn rein theoretisch nur mit dem Katana machen, aber das ist mir zu gefährlich. Ich meine, ich bin mittlerweile jetzt schon einmal gestorben. Ja, eventuell sollte ich dir noch meine Finger auf der Tastatur lassen.
Oh fuck. Death Counter 2. Und mein Daumen mag die Leertaste nicht mehr. Aua, ich hab mich treffen lassen. Das ist ja eine lustige Geburt hier gerade. Dass ich selbst am Miniboss scheiter. Im Chopper Core. Also es gibt noch mehr Minibosse, ist natürlich klar. Jetzt rüber zu Guppy. Also ich werde nicht versuchen, überall S zu schaffen, also S-Rank. Ihr seht ja hier oben rechts ist D. Ich habe schon alle Bosse auf S, aber nicht auf Very Hard. Aua. Inkompetenz, hurra. Okay. Aua. Lass mich in Ruhe. Ja, das ist äußerst lustig. Aua. Habe ich schon erwähnt, dass ich erst liebe, mich treffen zu lassen. Bah, selbst eine... Ich kann's nicht rechtzeitig lesen. Aua. Aua! Ich hasse es, wenn ich die Kleinen nicht bemerke. So wie den da zum Beispiel. Die hält auch so viel aus. Aua. Okay, dann habe ich das erledigt und... Also man sollte sich nicht scheuen, dieses Zeitanhalten auch zu nutzen. Weil wenn man es nicht tut, ist man extrem... leicht gefickt. Das seht ihr gerade. Das liegt nur daran, dass ich mich wirklich heftigst weigere, irgendeine andere Waffe zu benutzen. Es gibt nämlich eine viel eine Waffe, die viel besser dafür geeignet ist, diesen Boss zu besiegen, aber nein, das will ich nicht. Ich habe mir selbst diese Challenge auferlegt und dies möchte ich jetzt auch schaffen. Die kleinen Dinger sind nervig, daher kümmere ich mich zuerst um die. Ach ja, übrigens haben wir Doppelsprung, das ist äußerst nützlich. Fuck. Nur mal gucken. Schaffen wir wirklich den S-Rang? Woo! Wir haben den S-Rang geschafft auf... Ah! Okay, das... Mein Daumen tut weh. Okay, das nächste Level haben wir geschafft. Begeben wir uns gleich in das zweite Level. Mal gucken, wie lange wir hier sitzen werden. Die Tunnel in das in den Erdkern, um Gibeons Stu zu zerquetschen. Käfers. Okay, sind wir da. Da, okay. Jetzt schon zwei! Okay, aua.
Hast du es bald noch? Danke. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich gestorben bin, aber ich glaube, das war dreimal und ja, aber ich habe die Felsen unterschätzt. Aua, aua, aua. Okay. Aber ich habe die total vergessen. Da, für sowas ist ein Katana gut, aber derzeit sieht es nicht danach aus, als ob das äußerst nützlich wäre. Hier unten sind wir safe. Ich möchte jetzt nur diesen Bildschirm schaffen. Okay, danke. Nein. Da hätte ja was werden können. Ja, das ist die Möglichkeit. Und ja. Nein! So Klaus! So Klaus! Ja, noch ein Versuch. Ich weiß jetzt, was tun kann. Okay. Ich hab mir neulich... Ich sag nichts. So viel zum Thema, ich habe mich noch nicht treffen lassen. Kleine Hurenbodenwürmer. Hurenbodenwürmer, ja, das ist die genau korrekte Bezeichnung. So wie es sich gehört. Vom Spiel vorgeschrieben. Naja, aber ich habe noch viel schwerere Spiele in meiner Steam-Liste, also... Ein Spiel, das ich immer noch nicht durch habe. Eieieiei. Das ist meine Gelegenheit. Puh. Warten einfach mal hier unten. Okay. Jetzt hier hin, okay. Oh. Hier sehen wir schon mal einen Boss, den können wir schon mal ein bisschen Schaden zufügen. Aber ja, wahrscheinlich sterben wir jetzt genau hier. So viel zum Sterben vermeiden. Aua, aua. Unverwundbarkeitszeit kennt dieses Spiel übrigens auch nicht wirklich. Also es ist kein Fremdwort, aber es ist so wie für mich und die aktiven Fähigkeiten in LoL. Also die aktiven Itemfähigkeiten in LoL. Aber ich brauche das so oft, das... Boah, ich bin total aus der Übung. Würmer, warum müssen es unbedingt Würmer sein? Ausgerechnet, meine ich. Und ich meine, das war es der Boss, der mich am meisten aufgeregt hat. Im gesamten Spiel. Also meiner Meinung nach ist das hier der schwerste Boss im Spiel. Ich spreche vom Boss. Die Stages sind das Schlimmste in diesem Spiel eigentlich. An diesem Spiel, nicht in diesem Spiel. Doch, in diesem Spiel auch. Ja, Justin. Du kannst wirklich gut abschätzen, wo die Gegner landen werden.
muss man dir lassen. Ach verdammt. So, dann hätten wir das auch erledigt. Aua. Oh, wir haben sie. Oh, wir haben es geschafft. Und einmal beim Boss gestorben. Das ist doch schön. Aber insgesamt zu oft gestorben. Hm. So, da würde ich sagen, haben wir es geschafft. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns um den Roboter kümmern. Euer Justin. Eure Frin. Tschö, tschö.